So, auf in die Iskar-Region. Diese fröhliche Musik, wir treten gerade in Feindesgebiet ein. Na gut, was soll's. Gibt's hier gar keinen der besonders starken Gegner? Wer weiß. Jedenfalls sind wir jetzt wieder zu Fuß unterwegs. Mal sehen, wie die normalen Gegner hier so sind. Die Chocobos halten eben nicht so lange durch, ne? Das ist halt die Sache. So, schauen wir mal, was wir hier so haben. Hallo! Oh Gott. So, der Pudding war schnell hinüber. Aber ich glaube, hier könnte ich ganz gut trainieren. Das muss ich mir mal merken. Wenn man sowas als wiederholbaren Kampf hat, könnte nicht schlecht sein, glaube ich. Aber jetzt stürzen wir uns erstmal nach Iskar hinein und gehen in die Kanalisation. Juhu! So, als Mitglieder für den Einsatz nehme ich auch das Team gleich so mit, wie ich es mir geordnet habe. Ausrüstung brauchen wir nicht ändern. Spezialformation. Ich nehme mal die Esper für den Fall, dass wieder ein extrem starker Endgegner kommt. Und zwar, ja, Ifrit habe ich jetzt schon ein paar Mal trainiert, indem ich die Mission mit Togoref nochmal gemacht habe. Und Ifrit dann im Kampf gegen, wie hieß er denn? Gegen Bashtor am Ende eingesetzt habe, genau. So, das ist mein Team. Auf geht's. Unterstützung durch die Akademie brauchen wir nicht. Class Zero. Commencing maneuvers. Order, Kupo. Positioniert die Kristallite an der gekennzeichneten Stelle. Ich habe übrigens auch mitgekriegt, die... Unit 13 hier. We're beginning our diversion tactic. Ja, natürlich. Die Unterstützung durch die Akademie ist nicht wirklich eine Unterstützung, denn wenn da Leute reinkommen als Unterstützung, dann wird einer von unseren rausgenommen dabei. Na? The fog is incredibly thick here. You won't be able to target the enemy. And fire magic won't do you any good. Na, das ist ja klasse, wo ich doch gerade die Feuermagie ein bisschen trainiert habe. You can drain the water by turning the valve. Okay, gut zu wissen. Klingt also, als ob's hier... Wer schwimmt denn hier rum? Habt ihr hier so eine Versorgungsexpertin ertrinken lassen, oder? Oh. Na sowas. Wer weiß. Gibt's denn hier irgendwas, oder ist das... Ich gehe mal kurz diese... Ach, ich kann ja gar nicht reingehen. Ich wollte mal die Leichen untersuchen gehen, die da rumschwimmen. Aber gehen wir vielleicht einfach mal unseren Weg lang. I will outline our strategy. Wunderbar, schauen wir uns gleich an. Spezialorder, okay. Wir gehen erstmal hier lang. Do you copy? There's a drain valve just up ahead. You can utilize it to let the water out of the waterway. The locations are on your map. Put the Magicite in position at once. Wunderbar. Was haben wir denn? Besiege einen Gegner durch einen Verhängnistreffer. Nee, ich mache jetzt mal nicht so einen Spaß hier. Weil ich mitgekriegt habe, selbst bei einfachen Zielen, wenn man da einfach mal ein bisschen Pech hat und nicht dazu kommt, we'll take care of the surface unit. Class Zero, just follow the plan. Dann verliert man halt einfach mal den Charakter und das muss ja nicht sein. So, schauen wir uns erstmal kurz hier unten um. Hier ist wirklich nichts. Dieser Nebel ist schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. So, lass mal kämpfen hier. Komm. Was ist das denn? Hallo, meine Kleinen. Das ging schnell. Ah, der hat es gar nicht mitgesammelt hier. Das ging sehr schnell. Und gerade bei solchen Gegnern muss man dann nämlich aufpassen, wenn man den Verhängnistreffer nicht landen kann. Weil man einfach Pech hat beim Timing, dann sind die sofort tot. Gerade bei solchen einfachen Gegnern. Und da ist die Chance vertan. Ah, Sauerei. Nimm mal bitte einen von den Puddingen hier, das wäre sehr nett. Komm, die können wir fast noch so platt machen. Müssen wir aber nicht, natürlich. So, wunderbar. Was wäre denn hier die Spezialorder gewesen? Ach, scheiß auf Magie, wer braucht schon Magie? Schön, Magenta-Anima noch mitgekriegt, sehr gut.
Okay, wo müssen wir lang? Links, rechts geht beides. Okay, wir gehen erstmal nach rechts natürlich, weil da direkt die Sackgasse ist. Da können wir dann auch gleich den ersten Kristallit platzieren. Oh, da war schon ein Gegner, den habe ich gar nicht gesehen. Ich mag diese kleinen Gegner nicht, muss ich sagen. Die sind ein bisschen nervig. So, okay. Egal. We encountered the Imperial Army sooner than expected. Commencing attack. Hier so? Ah ja, okay. Two more locations. Hurry. Na klar doch. Halt, wo geht's lang? Hier geht's lang. Nein, du hast da was am Körper. Du bist, glaube ich, ein bisschen vergiftet. Ist dir das schon aufgefallen? Du verlierst gerade kontinuierlich ein bisschen was an TP. Ich hoffe mal, dass es bloß vorübergehend, dieser Gifteffekt. Ah ja, okay. Zweimal den Bildschirm wechseln, dann ist es wieder vorbei. Ah, macht ihr das mal. Oder? Komm, ich brauche so lange dafür. Okay. Alles zu mir. Und weiter geht's. Okay, ich muss ja jetzt eigentlich nach... Ja, ich muss sowieso nach Süden. Okay, ich sehe schon. Wir brauchen ja nicht nur... Wir müssen ja nicht bloß den Kristallit platzieren. Sondern... So, sondern wir müssen ja auch irgendwie das Wasser erstmal runterkriegen, damit wir weiter nach... Nach Norden gehen können. Was war das denn? Du Drecksack. Die Viecher können manchmal für ihren schwabbligen Körper ziemlich schnell unterwegs sein, muss ich feststellen. Okay. Wasser läuft, wir gehen aber erstmal kurz diesen Weg noch lang. Denn ich denke mal, hier werden wir jetzt unser nächstes Ziel finden. Im Boden? Na gut, warum nicht? So. Oh! Wo kommt ihr denn alle her? Egal. Ihr seid jedenfalls Geschichte. Ja, es ist jetzt zugegebenermaßen nicht sehr herausfordernd. Ich hätte auch nicht gedacht, dass... Enemy movements are beyond expectation. Hurry, position the Magicite. Ja, ja, ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Mission ein so niedriges Level hat. Also ein bisschen höheres Level hätte ich schon gedacht, zugegebenermaßen. So. Halt. Hier, hol mich. Okay. Hey, Flopsy. Ignoriere mich nicht. Ah, zu kurz. So, schon besser. Den können wir dann gleich so platt machen und damit hätten wir es dann auch. Wunderbar. Auf nach oben und auf zu unserem letzten Ziel. Sind wir richtig? Es geht auch ganz nach Norden hier weiter. Gut, vielleicht geht es da dann raus für uns, wenn wir die drei Kristallite installiert haben. Vermeide den Einsatz von Magie, das kriege ich ohne Probleme hin. Das sollte nicht das Problem sein. Wieso fallen die eigentlich immer irgendwo ins Nichts hinein? Hallo, hier. Ah, Mist. So, schon besser. Sammeln wir erstmal kurz, bevor die nächsten Gegner kommen. Ach, siehst du mal, ich habe ja Protoss sogar drauf jetzt. Sehe ich gleich richtig eingeölt aus hier. Hallo. Und vorbei. Ach, siehst du mal, Flammenpuddinge haben sie ja auch. Na, sowas. Okay, bin ich hier richtig? Nach Norden will ich ja nicht, ne? Nee, ich wollte nach Osten, genau. Wir warten bloß mal ganz kurz, bis die Zeit von der Spezialorder abgelaufen ist, damit wir die auch erfüllen. Denn die wird ja abgebrochen, wenn wir in den nächsten Raum gehen. Das ist ja das Problem dabei. So, jetzt können wir. Ja, ja, ich komme ja schon. Beeil mich ja. Alter Mann, ist kein D-Zug, ne?
Huch. Hallo. Ignoriere mich nicht. Ach komm, da kann ich auch so draufhauen. Mensch, Seven schon Level 29. Ist ja Wahnsinn. Die geht richtig ab, die Frau. Ich kann auch irgendwie mit der wirklich am besten kämpfen, wenn ich das Gefühl. Also jetzt sowieso, da sie ja auch einfach das höchste Level von allen hat hier. Aber sie langt halt auch wirklich gut zu, auch vorher schon für ihr Level. Ah, shit. Irgendwie habe ich immer gerade den anvisiert, der nicht angreift. So, geht doch. Dich machen wir gleich so platt. Ist in Ordnung. Was ich jetzt übrigens auch bei allen habe, ist Multi-Ausweichen, dass ich immer wieder hier den machen kann. Also ich kann mich im Prinzip durch die Gegend bewegen, ohne von irgendjemandem getroffen zu werden. So, alle Kristallite wurden platziert, Cooper. Greift als nächstes den imperialen Hauptstützpunkt an. Geht klar. So, ich schätze mal, jetzt müssen wir nach Norden weiter, ne? Zumindest erstmal zurück. Natürlich. Wartet hier eine Überraschung auf uns? Oh, sieht so aus, wa? Irgendwas ist da doch. Zumindest eine große Tür. Okay. Cooper? Auf zu eurem nächsten Ziel, Cooper. Was macht denn das Heilding hier? This operation depends on you. Occupy the enemy central command ASAP. Gut, ich speichere jetzt gar nicht erst hier. Das brauchen wir gar nicht. Das ist ja wie in einem Labyrinth, Cooper. Passt auf, dass ihr euch in dem Nebel nicht verlauft, Cooper. Oh. Okay, ich speichere vielleicht doch mal. Nicht, dass wir am Ende hier noch auf Zeit irgendwie durch müssen und uns dann verirren. Das muss ja nicht sein. Könnte ja kommen. Wer weiß. So, mitten im Einsatz stand mit dran. So ist es. Stop! Who's there? Ich. Okay. Irgendwie neigen die Teufelsaugen dazu, in den Boden zu fallen, oder? Ja, ja, okay, wir haben ein Zeitlimit, das sieht aber ganz komfortabel aus, muss ich feststellen. Huch, wo kam der denn her? Gar nicht damit gerechnet, dass hier noch einer steht. Okay, das war's für den ersten. Komm mal her. Oh, was? Nicht getroffen? Na gut, ihr kümmert euch drum. Hast du gerade den Pudding gehauen? Das ist aber nicht nett. Ach Mensch, da steht ihr so blöd in der Ecke, dann kannst du auch nicht so richtig ausweichen. Muss es eben doch so machen. So, ich muss nochmal kurz hier drüben schauen. Hier gibt es doch bestimmt auch noch Anime, oder? Nee? Gut, dann nicht. Dann werf mal bloß kurz das Ventil an und weiter geht's. Oh, da war noch einer. Ist immer noch. Okay. Diese kleinen, garstigen Kanalwürmer hier. So, haben wir's. Hoffe ich mal. Nee, natürlich nicht. Kommen immer bloß so Stück für Stück angekleckert, die Viecher. Ah, ätzend. Und die sind das auch, die meine Leute vergiften. Aber gut, ist ja nicht so, als ob das jetzt irgendwie schlimm wäre für mich. Oh, komm, nerv nicht. Wie viele von denen kommen denn hier? Oder geht das endlos? Das wäre mal was Neues. Weiter, Kupo. Ja. Geht klar. Was rumpelt denn da so? Ach komm, ne, habe ich nicht getroffen. So. Du schlägst auch zu und das war's. Deshalb gab es noch kein Siegeszeichen.
Meine Güte, hier rumpelt's und pumpelt's aber echt. Die Navikarte bringt mir gerade nicht so viel, weil sie nicht das richtige Gebiet anzeigt. Aber wir müssen offenbar... Wobei, die Karte zeigt nicht nach Norden, ne? Eine Feldration? Jetzt zeigt sie wieder richtig an. Wir müssen nach Osten. Okay, alles klar. Dann suchen wir mal die Tür nach Osten. Hier gibt's keine. Gibt's hier hinten irgendwo was? Nö. Ach, du Schande. Na, sowas liebe ich ja. Gut, schauen wir einfach mal hier unten weiter. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Durchgang. Aha. Das ist zwar nicht das, wo ich hin will, aber wir können es uns ja auch mal kurz anschauen. Ah, Mist. Mensch, kriegst du es noch hin? Schlagen wir einfach mal wild um uns, ist schon okay. Das geht bei dem Level zum Glück auch mit dem Pudding. Auch wenn es wahrscheinlich nicht die filigranste Methode ist. Ist mir aber gerade völlig egal. So. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas Schönes zum Sammeln für uns, oder? Okay. Der wäre hinüber. Was bist du denn? Okay, er sieht weitaus gefährlicher aus, als er dann am Ende ist. Muss ich dann zugeben. Hat mich doch ein bisschen an die großen Dinger erinnert, an die Großhörner oder wie sie heißen. So, hier gibt es aber auch gar nichts zum Sammeln, wa? Ah, eine Kennungsmarke. Sehr gut. Irgendwie hatte ich sowas, genau sowas erwartet. Okay, damit können wir dann jetzt auch weitermachen. Insofern wir den Durchgang wiederfinden. 20 Minuten noch. Ich hoffe, das sollte reichen. Ich weiß ja nicht, wie verwirrend das hier noch wird. Momentan hapert es bei mir ja schon daran, dass ich jetzt nicht den richtigen Durchgang finde. Ach hier. Nehmen wir doch den. Okay. Alles gut. Der ist weg. Spezialorder, weiche sämtlichen Schaden aus. Nee, sowas mache ich eben nicht. Weil es immer mal passieren kann, dass man eins abkriegt. Vor allen Dingen, wenn hier am Ende vielleicht noch diese hässlichen Kanalwürmer kommen. Dann muss das erst recht nicht sein. Und wenn zur Bestrafung dafür dann gleich der Charakter stirbt, nee. Das hatte ich nämlich schon das Vergnügen, als ich mal die Mission mit der Togorath-Festung wiederholt habe. Wo geht's denn hier lang? Ich sehe gar nichts. It's hard enough just dealing with the monsters. Ah, hallo. Gut, hier hätten wir. Ist hier noch irgendwo jemand? Ah, hier drüben. Gut. Nein, hat sich schon drum gekümmert. Weiter geht's, Kupo. Below. They're below us. Hallo. Irgendwie warst du nicht so der reaktionsfreudigste, oder mein Freund? Vorbei. Gut, okay. Den hätten wir. Weiter geht's. Aber wir sammeln natürlich noch gern ein, was auf dem Weg mitliegt. Wieder eine Kennungsmarke. Alles klar. So, weiter nach Osten. Dann geht's runter. Okay. Ich brauche ja eigentlich bloß der gelben Markierung. Der Flächenanschaden ist so geil. Kümmert euch nicht um den Feind, Kupo. Ihr müsst weiter, Kupo. Aber ich werde doch wohl noch ein paar Feinde platt machen dürfen. So viele sind das doch nicht. Das kann ich doch im Vorbeigehen mitmachen. Siehste? Sag ich doch. Und weiter. Ich meine, wir haben noch 19 Minuten. Ist ja nicht so, als ob es... Ich berühre den Feind und rückt weiter vor. Nein. Ist ja nicht so, als ob es jetzt unglaublich eng wäre hier für uns. Okay. Alle Anime zu mir. Und damit geht's weiter.